Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute die Geomanten-Angelrute. Ihr seht, ich habe sie bereits ausgerüstet und die Angelrute erinnert sehr stark an Jormark, meiner Ansicht nach. Alles in einem blau-schwarz gehalten, aber nicht eismäßig, sondern wir haben sehr viele Kristalle. Die Kristalle bilden mit diesen Steinelementen zusammen Angelrute und auch hier vorne am Kopf und hinten, das war zu nah ran. Und auch hier hinten haben wir wunderbare Kristallanimationen. Auch hier der Faden sieht so aus, als wäre er auch selbst aus Kristallen gewoben worden. Ich zeige euch noch mal ganz kurz das Ganze in der Ansicht im Menü, dann können wir nämlich den Angelschwimmer besser sehen. So sieht das Ganze aus. Und hier seht ihr auch den Schwimmer besser, denn er ist auch wieder ein Kristall. Ihr seht schon den oberen Bereich, der gleich rausgucken wird aus dem Wasser. Und der unteren Bereich versinkt komplett, zusammen mit dem Haken, der unten dran hängt. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen, weil der Kristall an sich wunderschön ist und auch sehr schön leuchtet. Aber nur halb zu sehen ist, wenn wir es benutzen. So, ich werfe die Angelrute einmal kurz aus. Da hinten hin. Und da habt ihr den Schwimmer. Ihr seht, der untere Teil, der unter Wasser ist. Und hier oben den wunderschönen leuchtenden Teil. Gerade jetzt, wenn es so ein bisschen dunkler wird, haben wir einen sehr, sehr schönen Lichteffekt dabei. Den wir aber auch hier an der Angel sehen. Hier unten in dem Bereich, dort leuchtet alles. Und ihr seht, die Fische, die können sich gar nicht mehr anhalten und einer nach dem nächsten will hier anbeißen. Kaum, dass wir so einen schönen Schwimmer haben. Gut, das war's auch schon von der Angel. Denn sie hat keine besonderen Effekte oder Sounds oder so, wie die anderen Angel-Skins halt auch. Gibt es eure Angel halt ein ganz besonderes Äußeres. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln. Und bis zum nächsten Mal.